So, willkommen zu Let's Play Tomb Raider 4. Ja, falls ihr euch fragt, ob ich jetzt hier bin. Ja, wir haben nämlich eine Kleinigkeit. Ihr Motorrad braucht noch ein paar technische Änderungen, um einige der größeren Hindernisse zu überwinden. Etwas Lachgas in dem Vergaser sollte Ihnen mehr Schub geben. Geh, Mädchen, bring mir die Codes. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Das hat man nämlich vergessen, was er gerade gesagt hat. Und zwar haben wir jetzt gemerkt, dass wir aber größere Chancen nicht rüberkommen. Und deswegen brauchen wir, wie er gerade schon sagte, dieses Lachgas. Oder auch Nitro, wie es dort drin steht. Pisst euch. Ja, wie gesagt, wir brauchen dieses Nitro. Und dafür müssen wir an dem Vieh vorbei. Auch wenn ich es eigentlich... Was bitte? Na toll. Das kann aber was werden. Die Viecher und die anderen Viecher. Oh nein. Oh, ich hab was vergessen. Scheiße. Ja, das hatte ich vergessen gerade. Zu speichern. Ach komm, egal. Machen wir das jetzt fix normal. Das ist nämlich ein paar Sekunden her. Ich musste nämlich den ganzen schönen Weg nochmal zurückklatschen. Also die ganze schöne Aktion hier müssen wir nochmal machen, um zu dem Typi zurückzukommen. Nur um uns zu sagen lassen, dass wir dann das Nitro verwenden sollen. Und jetzt klappt es natürlich nicht. Ach, es ist wieder mal herrlich. Super, jetzt verlieren wir wieder voll Zeit dadurch. Es ist zum Kotzen. Tja, wie gesagt, ohne die Nitro-Codes, ohne die Nitro-Dingens, wird unser Motorrad nicht schneller. Und dadurch kommen wir auch nicht über die größeren Geräben hinüber. Geschweige denn zum Bazar. Und unser Weg ist noch weit. Und wenn ich mir die also wenn ich mir die Lösung so angucke, weil ich kenne das Spiel sowieso schon, dann wird mir auch wieder klar, dass es noch sehr, sehr lustig wird, Leute. Also da kommt schon. Wow. Da kommt noch sehr viel Zeug, was verdammt hart wird. Wie wir es bereits kennen in den finalen Leveln von Tomb Raider. Ich erinnere mich gerne an Tomb Raider 3, wie hart es da nochmal am Ende war. Wie viel Frust ich dort verloren habe. So, was macht er jetzt? Wieder auf hier. Der Typ ist natürlich eingesperrt und erst jetzt komischerweise kommt die Musik zum Vorschein, was ich auch nicht verstehe. Aber egal. Und rein da. Und hoch da. Was da unten gerade ist, ist scheißegal. Ich glaube, es war sowieso nur der Weg nach draußen. Ich kann ja derweil schon mal überlegen, wie wir an diesem komischen Drachenvieh vorbeikommen sollen. Na, jetzt wird sich die Katze nochmal wiederholen.
Motorrad braucht noch ein paar technische Änderungen, um einige der größeren Hindernisse zu überwinden. Etwas Lachgas in den Vergaser sollte ihnen mehr Schub geben. Geh, Mädchen, bring mir die Codes. Okay, okay, ich bin so gut wie dabei, wenn ich gespeichert habe. Hat mich sowieso schon gewundert, warum die Stage hier so kurz ist. Jetzt weiß ich, wir haben voll was vergessen hier. Nämlich das Lachgas. Und die Codes will er auch haben. Wir müssen sowieso später nochmal hier zurück, damit er dann halt dieses Biest beseitigen kann. Vor allem, es hört sich mal hier voll an wie so ein Exen. Verdammt. Ich glaube, wir müssen da irgendwie vorbei. Ah, diese scheiß Heuschreckennerven. Wo kommen diese Scheißviecher immer her? Pisst euch! Ich werde mal hier speichern. Ich hoffe mal, die sind jetzt weg. Bleiben auch weg. Oh, das war knapp. Ja, super. Genau, ist ja voll gerecht hier in der kleinen Ecke, so eine Scheiße. Muss ich jetzt eigentlich hin? Ach, dahin bestimmt. Boah, verpisst euch. Oh, ey, so viele Medipacks. Mann, geht doch mal weg. Da müssen wir später rüber. Seht ihr das? Das ist ganz tiefer Graben. Mitten in der Stadt. Ich wage mich zu erinnern, dass es über diesen Graben irgendwie rüberging. Ich will es gleich mal austesten. Will aber erst mal gucken, ob ich hier irgendwo was machen kann. Nein, sieht nicht so aus. Da hinten war, glaube ich, schon. Unser Riesendino. Oder Drachenvieh oder was auch immer. Moment, was ist? Da bewegt sich doch was. Ach so. Das ist bloß ein Krokodil.
Oh, da ist ja noch eins. Wo kommst du denn her? So, stirb. Schön. Das wäre das. Nun weiß ich gar nicht mehr, müssen wir über den Graben rüber oder müssen wir zuerst hier rüber? Also ich würde ja spontan mal vermuten, dass wir zuerst hier irgendwas machen müssen. Ich traue das auch irgendwie nicht. Das war auch ein Rätsel. Geht die vielleicht auf? Nein, geht sie nicht. Ach so, Moment. 1, 2 und 3. Okay, was hat das jetzt gemacht? Ich glaube, da muss ich sogar lang. Das gefällt mir gar nicht. Na, jetzt ist natürlich die Tür rum offen. Gegner oder nicht? Nein. Wie es aussieht, ist das hier nicht der Fall. Aber ich glaube, ich bin richtig, würde ich jetzt mal spontan so vermuten. Moment. Das war gar nicht die Tür, die sich gerade geöffnet hat. Okay, dann war es anscheinend eine andere. Versuchen wir eine andere Kombination. Ach Moment, mir fällt gerade was ein. Man konnte doch von oben, glaube ich, runterschauen. Man konnte doch, glaube ich, von oben heraufschauen. Moment mal zurück. Ich glaube, das hat nichts zu bedeuten. Oder vielleicht doch? Ich muss gerade sagen, diese Kamerasicht irritiert mich gerade ein bisschen. Kommt man hier vielleicht irgendwie wieder raus? Dem Ganzen. Moment, da oben ist ja noch ein Schalter. Ich glaube, da kommt man so einfach nicht ran. Ne. Kommt man nicht. Die Frage ist gerade, wie komme ich jetzt hier wieder raus eigentlich? Muss es doch irgendeinen Weg geben. Jedenfalls scheint da eine 4 eingraviert zu sein.
auf diesem Sarkophag. Wenn er mich fragt, ist das ein Hinweis? Ah, jetzt verstehe ich, da kommt man da hoch. Ich ahne gerade etwas. Mal sehen, ob mein Verdacht stimmt. Ja, mein Verdacht war richtig. Was haben wir hier unten Schönes? Hier hat sich die Tür geöffnet. Und das sieht aus wie ein weiterer Hebel. Ja, natürlich, doch, ist klar. Noch mehr Heuschrecken. Ich muss sagen, dafür, dass es hier kaum Gegner gibt, sind die Heuschrecken die schlimmsten. Weil, verratet mir mal, wie man diesen Viechern irgendwie ausweichen soll. Na, und davon rennen, aber da unten ist nicht viel Platz zum Davonlaufen. Na toll, das ist eine scheiß Fledermaus. Ist doch nicht. Oh Gott, guckt euch mal, wie nah Lara da am Abgrund steht. Während sie gerade tausendmal von Fledermäusen getroffen wird. Haust du mal! Noch so ein Vieh. Ach nee, das war eine Fliege auf dem Bildschirm. Moment, bevor ich mich dahin schwinge. Drüben ist zum Beispiel eine Kante. Ob ich es rausfinden will oder ein. Ach, guck mal da oben. Da sind so Anzeichen fürs Rätsel. Ich möchte hier mal kurz was rausfinden. Und zwar, ihr seht doch da hinten links und rechts diese Ecken. Ich möchte mal rausfinden, ob da nicht irgendwelche kleinen Geheimnisse sind. Das wäre nämlich mal schick zu wissen. Bevor wir irgendwas vergessen hier. Ganz toll. Es wäre manchmal nicht schlecht, sich auch mal festzuhalten. Lara.
Ich wusste es. Hä? Ich hab doch irgendwie die Locke getroffen. Was soll denn der Scheiß? Oder ist das jetzt nur Deko? Gut, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Oder muss man die von weitem anschießen? Moment, ich gehe mal kurz zu dem kleinen Plateau da hinten zurück. Moment mal, man kann hier sich auch irgendwie. Moment. Jetzt, wo man schon quasi auffällig hier steht, kann es vielleicht sein, dass man auf die Glocken schießen muss? Nee. Passiert nichts. Ich lade mal kurz neu, weil ihr habt es gerade gesehen, ich habe verdammt viel Munition verballert. Nur durch irgendwie Zielen, keine Ahnung. Ich habe den Finger zwar auf den Zielbutton, aber Lara zieht irgendwie manchmal oder schießt irgendwie manchmal 3 bis 4 Schuss von selbst ab. Obwohl ich nur gezielt habe. Was ich gerade nicht verstehe, ob das jetzt irgendwie so ein Bug ist oder ob das absichtlich so gemacht wurde. Weil ich schwöre, ich habe den Finger nicht auf der X-Taste gehabt, also auf der Zielentaste. Sondern nur halt hier. Ja, die Zielentaste. Das scheint aber trotzdem der richtige Weg zu sein. Nee, 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 Freundchen, vergiss es. Kannst du dir sowas von abschminken? Natürlich. Nee, komm, das Ganze noch mal von vorn. Das Ganze noch mal von vorn. Oder was sagt die Zeit? Na gut. Sagen, bis zur Plattform gehen wir noch. Werden da abspeichern. Und dann machen wir im nächsten Part von Let's Play Tomb Raider 4 weiter. Ja. Also nur noch bis zur Plattform und dann ist Schluss. Für heute. Dann haben wir ganz gut geschafft. Ja, also bis zum nächsten Mal. Und ich sagte, cut.